Yeah, wir sind wieder back. Teil 2, The Query. Hektik und Django. Seid gespannt für neue Geschichten und neue Szenen aus dem Spiel Query. Query, okay, wir müssen gucken. Was jetzt? Hier, schau dich um. Alles klar, wir sind jetzt genau da, wo wir aufgehört haben. Mitten im Wald, Hütte, Camp. Schauen wir uns mal um. Mal gucken Sie. Vielleicht mal gucken Sie mal. Okay, ich habe vergessen, wo was ist, aber egal, das macht der. Guck einfach mal. Kein Unterschied. Ich gehe jetzt von Hütte zu Hütte. Ah, sauber. 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 Aber eine schöne Gegend hier. Schöne Gegend. Wird auch mal chillen. Nichts machen. Sieht schon idyllisch aus hier drin. Rasmus dabei. Rasmusbrötchen. Ah, da ist eine Tür auf, Leute. Das ist eine dunkle Tür. Das ist eine Leiter, so hoch. Oh, cool. Was, eine Tür so schwarz wie die Nacht. Das ist gerade so der Pool da hinten. Cool. Links? Da ist er doch. Baumhaus links. Geh mal da zu den Hütten, oder? Das war schon. Was sollen wir denn machen? Ich hab verpasst. Da zu dem Typ. Der Trust oder was auch immer. Fahr einfach nach Hause und das Spiel ist vorbei. Kann es losgehen? Ja. Ja, enthusiastisch. Los geht's. Eigentlich unsicher, okay. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Willkommen zu unserem Stream, Leute. Schlagloch. Okay. Ah. Wärst du wohl vorsichtig? Sorry. Da kommt jetzt sauber. Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Oh, ich hab deinen Namen geliebt. Flirt. Unsere rein. Schulen sind 4 Staaten weit weg. Wer sieht's Unmut. Aus? Ja, klar. Unmut. Unmut. Zu euch. Du und Nick. Hab vielleicht eine Chance. Nick. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich hab seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's Lüge. Sehr lang. Fahr nach rechts. Wieso? Yeah. Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Zurück zur Lodge. Siegesrunde. Komm, da passiert bestimmt was. Ja. Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Sarkastisch. Ja, sarkastisch. Oh, wie haben sie es 2 Monate ohne dich geschafft?
Du musst wissen, dass ich wirklich loyale und engagierte Fans habe. Ich biete sehr wichtige und lehrreiche Lifestyle-Ratschläge in Form von unterhaltsamen und witzigen Videomonologen. Okay. Sie vertrauen mir. Oh, total, ja. Du bist großartig. Ja. Ich meine, ich bin sicher, sie werden richtig überschnappen. Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Nein. Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist so ein Grafikfehler. Wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, naja, das Camp für den Sommer schließt. Mr. H vom Hauptbahnhof. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick wartet. Alle. Stimmt. Nick gesagt. Ulle. Leins, wir nehmen Dylan. Chill mal, Jacob, ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also. Oh, fuck, man. Kein Empfang. Ah, Idiot. Ja? Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein! Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Boah, Leggins, Strumpfhose. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich im. Oh, die lass mich im. Krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich kann die haben schon mal nicht die Zeit belegen. Krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Cool. Wir müssen was? Abby, soll ich dir. Ja? Kann ich. Ah, der steht auf. Danke. Ich hab erst gedacht, der wäre schwul. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn man schwul ist. Oh, die freut sich. Was war das für ein Zucken gerade? Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder. Ryan? Mysteriös Ryan. Der Soldat James Ryan. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ja, ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast. Opfer, das alles sind. Welches Thema? Aber guck mal, früher lässt man andere in Frieden. Letztens so Podcasts, wo Leute was erzählen und so, ist so voll interessant geworden. Leute machen das. Ich hab schon Hörbücher, Hörspiele gehört. Leute haben mich ausgelacht, weil ich mir sowas Hörbücher anhöre. Und jetzt hören alle Podcasts. Ja. Du hast die Geschichte schon erzählt. Den Kids am Lagerfeuer. Die Hexe von Hackett Squad. Sinnlos geworden. Ja. Ist okay, aber. Ja, aber die Leute reden über alles. Was ist die Hexe von Hackett Squad? Jetzt etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn.
oder killt dich oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Naked Squarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Ah. Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. Bitte, das ist super und cool. Hey, Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes für die Fahrt, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dylan. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Ja, so. Leute, joint alle den Chat und schreibt was in die Kommentare, also in den Chat. Wir brauchen das für unsere Statistiken, damit wir Partner werden können bei der Twitch GmbH. Ah, du bist Spieler 2, du musst jetzt den Ryan auswählen. Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Oh, ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, sorry. Hallo? Okay, Podcast anhören, lauschen. Was? Zwei Kids verschwinden. Ich muss aufpassen, sonst... Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön... Ist das? Kein Grund für so einen Stress, okay? Es wird schon alles gut gehen. Corby und ich sind bereit. Wir sind in der Gegend. Was hält denn so ein Beruf? Sheriff. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich habe nur gewartet. Also ich meine, ich habe gehört. Ich habe nichts verstanden oder so. Alles cool, Chad, los, komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Kann ich helfen beim Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Schwester! Mein Name ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Kacke. Ja. Was geht?
Auto auf! Ich mach auf! Nur einer darf drücken, Mann. Das hier ist wichtig für mich. Weißt du, was mir wichtig ist? Der Erfolg unseres Sommercamps. Ich muss noch die Verluste vom letzten Jahr rausholen. Ängstliche Kids vermiesen mein Business. Eltern rufen entsetzt bei mir an. Albträume, Daumen lutschen, Bettnässen. Denk da besser mal dran und erzähl nicht so einen Scheiß über die Hexe von Hackers. Schalt dein Gehirn an, Champ. Das Ding da oben. Mach gleichgültig, das ist Schock. Das war nur so eine Story von einem weirden Kindlein. Hey, sag das nie wieder, ja? In Hackett's Quarry ist jeder auf seine Weise cool. Ihr Betreuer habt ihr große Verantwortung. Macht die Kids glücklich und beschützt sie. Lass den Quatsch. Ja, klar. Ich meine, werd ich. Von Depression haben die alle. Von Depression schreib ich Partzeit. Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Boah, ich glaube, der weiß mehr. Gib mir eine Minute. Guter Gott, verdammt, wo sind sie? Meine Augen, so ein Schmerz. Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison. Kelly weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, hab ich recht. Das ist ein Ranger, der wird bestimmt sterben. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Hat er was geschrieben gerade? Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Danke Office. Für die Nachrichten in den Chat, schreib weiter rein. Ah, da sind sie. Aha. Jetzt aber zack ich. Hey, korrekt, danke. Eins in die Chat. Eins in die Chat. Korrekt, danke. Mach eine Eins in den Chat für so viele Leute, wie online sind. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du deinen Phone wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest du es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Du Noob. Nerd. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut. Dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Komm, also los geht's. Kapitel 2 bestimmt jetzt gleich. Was ist denn? Ach, oh, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt dich an, Mr. Elf. Danke. Ja, Alter, das Ding ist Wir kriegen bestimmt kaputt. Jetzt die Möglichkeit, ob das okay, lass mich mal. Und wechseln. Tauschen. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Boah, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide. Was ist los mit dir? Shit. Okay, schon, Alter, schon. Chill. Chill, Alter. Wie ist der da gekommen? Heilige Nein, weil das Öl ausgelaufen ist. Los, los, los! Jacob, warte! Warte, warte, warte! Ich mach das. Boah. Ah, ich hab falsch gedrückt. Gott verdammt, ich sagte, warte! Oh, shit. Ihr kriegt sich auf, der hat sich verbrannt. Mach doch! Gut, Wasser. Ein Eimer und alle stehen dumm rum. Erde drauf, Schütt, Junge.
roll dich mit dem Motor. Die Karre ist tot. Man muss das Spiel zwei, dreimal durchzocken, ja, weil ich Wege. Jetzt wissen okay. will. Andere Weg. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir haben mal noch eine Nacht hier. Also nein! Glaube, hätten wir das nein! Ding geklaut, du, wir hätten dann so tun können, entweder machen wir es rein oder nicht. Ich glaube, einer hätte uns aufgehalten. Wir wären gar nicht weggekommen von da. Wir müssen. Meinst du? Ja. Wir haben angefangen, oder wir haben angefangen das Spiel. Mit dem ersten mit diesem Wald, weißt du noch? Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Bah! Boah, ich hab auch gemacht. Ja. Wie beide. Einfach logisch. Hey, Ryan. Komm mal, wenn das jetzt nicht gefangen wäre, einfach nur andere Szene, ja, oder? Ich erwarte, dass A statt B steht, aber eigentlich auch voll weit was gemacht. Richtung, ja. Wenn du was wirfst. Ja, sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder warum da. Warum sagt ihr denn nicht einfach die Wahrheit, damit ich gleich richtig tun kann? Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Warum nimmt ihr die nicht einfach kannst mit? Kannst du mir das versprechen? Ja, gell? Egal. Warum? Entgegenkommen und sich... Aus Widersprache, entgegenkommen. Was, Mann? Ja. Ich wollte, dass er sagt, sag, sicher. Was los ist. Wir bleiben drin. Guter Junge. Wie ein Nerd, Alter. Schließ die Türen. Und um Gottes Willen, seid leise! Schlitz überfahren fast. Er sagt, die Karre ist am... Ach, der nimmt sein Auto und das andere ist am Arsch. Aber doch auch noch eine Karre. Ja, unser Bus ist am Arsch und seine Karre... Also, was sollte Dino machen? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Oh. Du verarschst mich. Was sollen wir denn tun? Ein paar Cocktails trinken, die es besser rein. Ruhig ausziehen. Ja, Kamin reingehen. Bis zum alles Morgen. Gut, alles gut. Was passiert besser weiter, Alter? Guck doch erstmal, was oben im ersten oder Stock ist. Wir können es lassen. Ja, das wird jetzt kommen. Warte. Was soll das werden? Kein Mr. Hackett. Wir knicken nicht mal ein, Digga. Nur ein Haufen Erwachsener. Wollen wir so machen, dass wir mit keinem eigentlich ja, ich bezogen. Die Sau auszumachen. Jede Karte hat auch für sich das, okay? Oh, geile Idee. Ist das meine? Ja, aber dann will einer raus und der andere nicht. R, T nur helfen, und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Guck einfach. Der zuerst macht noch zuerst. Fertig. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Leute, das könnt ihr deine zu acht auch? Spielen auf der Couch. Kumpel. Mit euren Kälte? Freunden. Als ob es zur Diskussion steht. Ja, okay. Deswegen sagen die Controller weiterreichen. Ja. Jeder muss sich merken, welcher Charakter er hat und dann kann jeder was entscheiden für sich. Weißt du? Wichtig zu sein mit der Lodge. Ja, es kann immer nur einer spielt. Aber wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Wenn es acht Leute geben würde, mäßig, dann... Ja, aber so ist auch... Aber so wird eigentlich... So, jetzt zum Beispiel angespannt, unterstützt... Eigentlich bin ich ja... Er macht sich einfach Sorgen um uns. Kein großes Ding. Okay, ja. Nein, also ich meinte nicht. Nein, nein, dieser Loch hast du entschieden, dass er. Also, five, los, schlag ein, Ryan. Der ist wieder zögerlich. Der muss so. Okay. Schön. Einzige, der so, ja. Okay. Aber ich sag euch eins: Ich halte das für eine wirklich miese oh mein Idee. Gott, Alter. Ryan war's ja Eins zu Ryan. Hier sind die Dings doch. Hier Hinweise, Beweismittel. Camp, wir gucken mal ganz kurz. Ja, da waren die, guck da. Nee, Laura und Max, das sind die unsere. Warte doch mal kurz. Und was kann man da machen dann? Ja, so gucken. Fragezeichen. Wofür sind diese Fragezeichen da? Das haben wir noch, haben wir finden wir noch eventuell. Ist okay. Schon okay, Mann. Vertrau mir. Schon okay, vertrau das wird ganz chillig. Ist okay. Okay, Hackettiere. Fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden.
Oh, jetzt kommt wieder diese Happy-Musik. Okay, los geht's. Ja, jetzt machen die erstmal Party, gell? Bestimmt hier mal Pilze dabei oder so, gell? Wir werden beobachten. Scharfschützengewehr oder was? Ja. Jagdgewehr, bestimmt Ranger, der beobachtet die. Redneck, ich glaube. Oder was ist das? Ich glaube, dieser Redneck, den wir gerade gesehen haben, der beschützt uns. Mein Wald. Ja. Oh, hier, Bruder, du musst dich abschlafen. Ja. Das ist der Kluge und der andere ist. Alt und bestimmt. Das ist Moonshiner. Moonshine machen die. Nächstes Kapitel kommt jetzt, glaube ich. Steht da. So, was? Keep out. Keep out, steht da bestimmt, oder? Hunting. Jagdsaison. Hunting Season. Jagdsaison. Oh, ja, willst du beweisen, dass du Englisch kannst? Geil. Kann ich. Kann ich wirklich. Ich habe gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Lass sehen, was du hast. Keine Karte. Das ist die Hexe. Du wirst dich umsehen müssen. Bring mir Karten und ich helfe dir. Wo ich herkomme, hilft man sich gegenseitig. Finde sie, bitte. Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und suche nach meinen Karten. Ja. Immer bist du. Du, Spieler 1 bist du. Ach so, ich bin Spieler 1. Kapitel 2. Soll ich das auch? Ja. Wir sitzen fest. Wir strandet in der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeug? Ja, dann holen wir auch gleich das Ding. Oh, was müssen wir machen? Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelwerks kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen. Solange sie nicht zerkratzt. Man gewöhnt sich daran, schätze ich. Komm schon. Wieso müssen die das Ding jetzt aufbrechen? Wow. Hat er denen das nicht offen gelassen, oder was? Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? Andere Räume. So ein damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Unterkünfte auf. Und sie müssen die aufbrechen. Ich hab's gleich. Sollen die alle in ein Bett schlafen? Ja. Eine Sekunde. Das haben sie aber nicht. Wow. Und Schnitt. Das hätte ich auch hingekriegt. Du hast sie gelockert. Warum redet ihr? Okay, also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Beep, 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 beep. Was wird das denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lehm du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders mal hin. Mal mehr Platz. Warte mal kurz. Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Ich liebe deinen Boost. Stell's mal da vorne. Wie vorsichtig.
Ist aber verriegelt. Boah, ich knack den jetzt. 0100. 910. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh. Der Rohr hat auch gerade so geglitzt. Oh. Guck mal, nicht mehr los. Ja. Jackpot. Hey, sieh nur meine Riesenmelone. Oh. Hier. Der macht einfach ein Loch reinschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja, mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder, wobei, vielleicht auch doch. Okay, ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. Oh, okay. Leute, wir sind die hübsche kleine, wie nennen sie mal, keine Ahnung, Girlie. Ah, Harum. Was steht da drauf? Harum Scarum? Harum Scarum. Alles klar. Harum Scarum. Brauchen wir T-Shirts? Nee. Das ist natürlich nett. Aber schaut mal diese... Ey, Leute, schaut mal diese Taille an hier, du. Wow! Ja, du kriegst... sonst leider. Wie drauf. Und wie schon erwähnt, ich mag ihre Halskette. Wer kauft den Scheiß? Nein, nein. Oh, Leute, dieser Redneck... Der 3 Meter. Text einblenden. Das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Hey Leute. Macht ein bisschen was von Resident Evil like. Wegen so scheiß Steuerung. Aber. Oh, Leute. Hallo, alte Freunde. Oh ja. Ich denke, wir sind ein bisschen creepy. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Wir erschrecken Jacob mit der Kassel. Okay, Pennywise schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Nicht Requisite im Regal lassen. Anziehen und erschrecken, Allah. Oder? Hat die Handy jetzt ins Regal gelegt? Da war Regal, da war Clownsmaske. Oh Mann. Lassen oder jemanden erschrecken. Okay, Mann, fehlt nur ein Versteck. Und da kommt jetzt, da kommt jetzt richtig jemand, bestimmt. Ja. Spannung! Jacob! Oh, Emma! Nee. Hallo? Hey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Aber ich hätte auch so gemacht. Keine Angst vor Clowns? Nein, sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich meine, ja. Wow. Und wie witzig ist das, kleiner Junge? Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen kleinen Wagen quetschen, als wäre es nichts? Ich... Was? Chance vertan. Aber nicht vergessen. Erzack, hat er Deck. Bam. Die Leute, wir bewegen uns in der Dark Side. Von dem Mond. Das ist schon A. Jetzt A sehen. Das war dieser Dreck. Zumindest aus wie die Zelle. Auf jeden Fall krasse Sicherheitsmaßnahmen. Die hätte auch mit dem Loch können, aber. Spiele Lebensalter. Ja, ich bewege mich heute. Wir bewegen uns zusammen.
Ja. Wir laufen den Weg jetzt nochmal ab, Alter. Schauen wir uns mal hier um. Hier war ich, das hatte ich schon mal reingeschaut. Ich zeig ihn jetzt an. Hier drin war ich. Klar. Das ist gut. Ich hab gedacht, das ist zu gruselig weit, aber jetzt hier so geht das so in den Räumen. Ey, Leute, fuck mal, ey. Scheiße, Kiste, das ist grau. Wo führt die wohl hin? Was ist mit deinem Fuß los? Tut wohl weh. Schnauze. Da. Nice. Wow. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Kein Wunder, dass sie hier verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gut. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom! Ich will mich umsehen. Wie du willst. Jetzt wird's spannend, du. Ich mag die Kerle, ich weiß nicht. Ich mag das. Ja, zu sagen. Mein Material, Jacob! Damit. Sieh mal! Alte Rucksäcke. Alle lieben Schnitzeljagden. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Oder auch nicht. In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst. Manchmal ist es sogar besser, es zu lassen. Besser es lassen zu lassen. Also besser aus dem Streit aus dem Weg zu gehen.
I know. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten, die dir in Hackett's Quarry begegnen. Was du hier siehst, sind Quicktime-Events oder QTEs, über die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Eine kleine Unaufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay. Ach was. Da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. War das ein... Ja? Ja, tschüss. Tschüss, Maciek. Ja, tschüss. Nochmal Tür und Fenster zu. Jetzt geht's weiter, ne? Okay, wir haben kurz die kleinen Videosequenzen angesehen. Wir haben die Rucksäcke gefunden. Und ich bin wieder auch dabei jetzt. Da kann man reingucken. Oh, cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. Oh, cool. Und ein Code. Die Zahl von dem Tresor. Der Tresor. 7739. Da ist die Munition dann drin. Oder? Ja. Die ist perfekt. Ich mag die. Die spielt so. Okay. Ich hab keine Angst. Perfekt. Fertig. Ja, perfekt gesagt. Hey, alle, die redet dir nach dem Mund. Wie ich? Ich trete die Tür auf. Die Tür auftritt, die Wände. Du willst die Knarre echt behalten, hä? Ja, für Bären. Okay, also ich suche dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Kannst du zum Tresor? Ja, ja, ich will es mir auch zum Gerät machen. Gehört, da hat irgendwann gesummt, oder? Da, guck mal, wo ich hergelaufen bin, habe ich vom Fenster draußen gesehen, dass dieser Redneck da war. Ja? Ja. Glaub mir, der macht uns die ganze Zeit nur Angst, aber wird nichts passieren. Doch, doch. Wegrennen, so wegrennen, du. Irgendwas. Ja, aber hast du die Karte gesehen, wie viele Punkte es noch gibt? Ich habe eine Karte jetzt gerade gefunden. Eine richtige Karte. Wo ist der Tresor? Wo war der? Ich weiß nicht. Ich hab Schrudi. Ja, aber ohne Munition. Da in die Regale kannst du auch mal gucken. Da habe ich schon alles. Okay. Ich weiß alles, was liegt. Ah, die geht jetzt automatisch zum Tresor. Hast du gemerkt? 3379, oder? 7739 oder 7139. Die hat selber gemacht. Ja. Bin drin. Ah, sehr gut. Sehr egal. Munition? Munition. Aber es wäre ja auch mies, hättest du das jetzt nicht gemerkt, und soll man es dann rausfinden. Aber guck mal, ich hab mal einen Kollegen gesagt, dass Munition ist. Feuerwehr? Ja, aber wir sollten es... Nein. Emma? Feuerwerk. Feuerwerk mitnehmen natürlich. Alle. Okay, Ablenkung. Du hast recht. Weißt du, was ich meine? Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Stress oder... Hey, ich hab... so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp, stopp. Nicht bewegen. Oh, Mann. Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Was sind Butter Pops? Nein. Was? Ich fass es nicht. Pop, pop, peanut butter, butter, pop.
Pop, pop, pop in your mouth. Pop! Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Aller Zeiten. Was ist das, sowas wie Popcorn? Was? Nein, 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 nein. Gar nicht wie Popcorn. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art von Snacks. Weißt du was? Ich hatte die seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh Mann, du wirst sie lieben. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum auf der Tüte? Sie sind noch gut. Oh mein Gott, die sind 20 Jahre alt, okay. Oder? Hey, es heißt mindestens haltbares. Du wirst sie lieben. Buah. Oh mein Gott. Okay. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. Okay. Das ist, wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Ladies first. Danke. Wo lang? Okay. Heiligtum. Junge. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Mikrofon war aus, okay, aber ja, nicht so schlimm. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts. Ja. Okay. Jetzt hier, was? Mach nichts abweisend. Guck mal, wieder guckt der Bastard. Lass mich raten. Du hörst gerade einen Podcast mit unheimlicher Musik, geheimnisvollem Erzähler und abstrusen Geschichten, in dem irgendein Langweiler zu Hause sitzt und Theorien spinnt über Area 51 und Bigfoot. Sorry, das ist sicher nicht dein Ding. Das soll nicht heißen. Ja, wie auch immer. Ich mag sowas halt. Tja, vielleicht höre ich mal rein. Nee, mach, was du nicht lassen kannst. Nein, Ryan, das ist mir jetzt echt wichtig. Wie heißt der Podcast denn? Bizarr oder banal? Du findest es unglaublich witzig, dass banal wie anal klingt, oder? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Haben wir geschrieben, das ist auch unglaublich. So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Wir werden heute Nacht die Uhren umgestellt. Weiß gar nicht. Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Nein, von 3 auf 4 oder so. Hey, Scheiße. Du meinst? Ich meine, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Heute Nacht werden die Uhren umgestellt. Ich raste aus. Also haben wir jetzt gar nicht so viel Uhr geschlafen. Nein, von 2 dann auf 3. Ja, 1 Stunde vor, weg, also nach. Wird uns geklaut. Ja, sag ich so. Die uns geschenkt haben. Kaylee und Caleb Hackett. Weirde Kids, huh? Wieso machst du deine Augen so? Ich mag sie. Alien. Lüge! Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch. Huh? Alter, guck mal, seine Augen. Nein, du hast gerade nicht gesehen. Wow, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich ruf dich an. Wieso? Oh, einfach so. Dein Handy weiß uns gar nicht mehr, wofür es eigentlich da ist. Volltreffer. Danke, und jetzt wollen wir mal sehen. Sag doch, die sind schwul, Alter. Was? Wer ist dran? Hallo? Weirdig. Ich dachte, da wäre jemand dran. Vielleicht sollten wir nicht rumschnüffeln. Mann. Was ist denn Partikel haben wir da rum? Boah, da ist eine Knarre. Da ist eine Knarre. Ich will die haben. Ey, wozu das Gewehr? Chris.
Mr. H meinte, es ist für Bären. Bären? Hier? Ja, ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr. Das. Ja. Nimm's doch einfach, du Spaß. Lass es doch einfach. Lass es einfach. Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho, most dangerous game-mäßig drauf sind? Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja. Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei und die Jagdsaison fängt gerade an. Wer kommt? Was, wenn, okay, sagen wir mal, was, wenn jemand uns umlegen will? Im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Ja, ja, total. Also, wir wissen, wo sie ist. Nur für den Fall. Na gut, Mann. Yo, Meister, okay. Gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Ha, 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 ha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut, aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber... Immer nach oben, Alter, gell? An die Latte. Du redest Blödsinn. Nach den Krack kommst du. Wir haben den voll lustig gemacht, den Schwarzen. Wir haben den aber richtig, der ist richtig. Der überlebt. Mr. H weiß, was er mag. Normalerweise sterben wir. Ja, ganz sicher. Das war aber früher so. Wow, da ist. Yo. Hey, hey, vielleicht sollten wir. Ryan? Hallo. Wow, was ist das? Boah, überwacht. Diese Monitore, das ist das Camp. Oh. Hat Mr. H uns überwacht? Nein. Überall ist kein Strom, aber da läuft voll Strom. Nein, das kann ich. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Komische Fetische. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Ich glaube, das okay, ja, und das Ranger hat wie vom Ranger sein Bigfoot. Aber der Ranger solche Sachen halt. Weiß ja, was da abgeht. Der hat sie ja gewarnt. Ach, so. Nett. Was mach. Okay, ab sofort nenne ich Mr. H. Den machen wir so eingebildet, ja, den so ängstlich. So, ich gehe nicht auf das eine. Der Wehrsling mit Kamera, dann also voll verrückter Verschwörungsjäger. Allerdings ist Bigfoot keine Verschwörung. Okay, klar. Wie wär's dann mit angehender Kryptozoologe? Hey, vielleicht kannst du ihm deinen Podcast empfehlen. Sicher, ja, guter Vorschlag. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum... in einem Kleiderschrank zu verstecken. Er hat recht, aber. Versteckt ist übertrieben. Er ist nur hinter so Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Das ist Pech, Mann. Ich widerspreche dir. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch. Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Mikro ist sogar. Der streamt da einfach nur. Aber guck mal, mit Mikros heißt was? Man kann in die Anlage reinsprechen. Vielleicht gibt der Anweisung. Ich glaube aber er... Keine Zimmer, guck mal, keine Zimmer. Nur von außen. Ja, ich glaube, der Ranger, weil der weiß, was da abgeht, der hat das. Der hat's überwacht, weißt du? Ja. Gar nicht. Weiß, dass da draußen was ist und
Schlecht sein. Zu verheimlichen, als für die, ja. Ja, ich weiß. Vertuschen, Bruder. Weil wenn sowas darf nicht rauskommen, in der Stadt da von Kinderwelt tot. Das geht nicht. Wir kennen. Okay, wenigstens bin ich schon mal so gut weit gekommen, dass wir ein Versteck herausgefunden haben. Hier geht's. Guck nochmal das andere, was da leuchtet, was war das? Das war das hier. Ah, okay. Kannst du nochmal da dran gehen? Vielleicht ist da nochmal was. Kann ich nochmal rangehen? Ah, das ist anders, ja. Okay, wir haben ein paar Briefe. Max! Max! Und das sind die Briefe, bestimmt die Buchungen oder so. Okay, Leute, Akku sind angeschlossen, sind aufladen. Ich würde sagen, bis Teil 2 haben wir schon mal viel erreicht. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir in Teil 3 spielen. Wer denkt, oder? Natürlich wird es wieder gestreamt. Also wenn ihr mehr von dem Raum sehen wollt, schaltet nächstes Mal ein. Abonniert den Channel. Kommt rein und genießt die Show. Ja. Das hat Spaß gemacht, oder? Lasst einen Daumen nach oben da hier. Kostet euch auch nichts. Hey, Let's Play, seid dabei.